Neulich wurde ja der Multiplayer von Modern Warfare vorgestellt, also richtig, man hat Trailer gesehen, man hat Gameplay gesehen, man hat Infos zum Spiel und daher hat man eine Menge Infos gehabt. In diesem Video möchte ich ein bisschen so darüber reden, über die Sachen, wo ich ein bisschen Bedenken habe, beziehungsweise die vielleicht unvorteilhaft für das Spiel sind. Fangen wir dann auch, denke ich, direkt an. Der erste Punkt ist jetzt nicht direkt ein negativer Punkt, aber ein Punkt, wo ich denke, sehr viele sich noch daran gewöhnen müssen, nämlich schlicht und ergreifend einfach nur, es ist eine neue Engine. Jahrelang davor war es ja so, dass Call of Duty praktisch auf den Vorgänger immer basiert, weil es ja dieselbe Engine war. Man hat ein paar Sachen verbessert, paar Sachen hinzugefügt, paar Sachen weggenommen. So hatte man irgendwie, ein Entwickler hat zu Black Ops 3 Zeit mal gesagt, es kann sein, dass in Black Ops 3 noch eine Zeile vom originalen Call of Duty drin ist. Das haben wir jetzt nicht mehr, wir haben eine komplett neue Engine. Und dementsprechend wird sich das Spiel auch radikal anders anfühlen wie die Teile davor. Einfach nur, weil es praktisch ein Neuanfang ist. Zumindest aus der Sicht der Engine. Zum Thema Maps wurde häufig kritisiert, die Maps seien zu groß, auch etwas zu verwinkelt. Und dann noch in Kombination mit der Tatsache, dass man keine Minimap hat, hat man im Grunde gar keine Orientierung. Man weiß nicht, wo gekämpft wird, wo sind die Teammates, ist vielleicht ein Spawn geflippt. Ja. Oder dass man bei dieser großen 20 gegen 20 Spielmodus entweder eine Map hat, die zu groß ist, oder einfach zu wenig Spieler auf der Karte, weil es gibt Leute, die sagen, ja, man ist halt durch die Gegend gelaufen. Und dann wurde man entweder von einer Sniper gepickt oder von einem Camper weggecampt. Oder allgemein wurde man einfach von irgendwoher umgebracht. Daher muss man die Karten vielleicht etwas optimieren oder halt allgemein die Spielmodis etwas am Spielverlauf optimieren. Aber ich denke, das Problem wird sich schon irgendwie lösen, weil auch die Entwickler haben gesagt, ja, wir haben eure Kritik angenommen. Man hat überlegt jetzt, dass man wie in Black Ops 4 seine eigenen Teammates durch die Wände umrandet sieht. Ja, das würde zum Beispiel helfen, wenn, dass man weiß, wo gerade gekämpft wird oder wo ungefähr die Spawns sind. Und es stellt auch wahrscheinlich keine größere Herausforderung dar, vor allen Dingen wegen der neuen Engine erst. Einfach aus dem 20 gegen 20 einfach ein 30 gegen 30 oder 40 gegen 40 zu machen. So. Ich denke, das erledigt sich schon. Was sich aber nicht so leicht lösen lässt, ist diese ganze Thematik um den Klasseneditor. Wo ist mein Problem mit dem Klasseneditor? Ganz einfach, ich glaube, es birgt sich die Gefahr, dass das Ding einfach im Endeffekt zu komplex wird. Ich meine, man hat X Waffen, was du nebenbei gesagt hast. Nebenbei gesagt, eigentlich richtig gut ist. Ich meine, Black Ops 4 hat nur 27 Core-Waffen, also DLC-Waffen mal nicht eingerechnet, so. Aber man hat halt X Aufsätze, also man hat jetzt nicht ein Schaft, man hat vier Schafts, was der ja Plural von Schaft. Schäfte? Schafte? Egal. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall sehr viel Arbeit reinstecken muss, um herauszufinden, was am besten für welche Spielweise, für welche Waffe ist. Und dazu kommt halt noch, dass man einfach Waffen radikal umbauen kann. Also man kann aus einer AK-47 eine AKU machen. Ist zwar cool, aber das wird bestimmt richtig Spaß machen, alles zu lernen. Also ich freue mich zwar drauf, aber wenn das jetzt irgendwie noch komplexer wird, dann ja, weil Call of Duty ist halt eigentlich dieser Run-and-Gun-Shooter, wo man eigentlich nicht viel dabei nachdenken muss. Und ich glaube, davon entfernt sich Modern Warfare gerade ein bisschen weg. Es gibt stärkere Streaks in Modern Warfare. Finde ich prinzipiell gut, weil in Black Ops 4 hat man irgendwie nur drei brauchbare Streaks. Vier? Fünf vielleicht? Die Konterdrohne? Drohne? Problem? Werden ganz schnell runtergeholt. Dann gibt es noch den Scharfschützen-Heli, dann noch das Einsatzteam. Vier. Alles andere ist im Grunde entweder nicht den Aufwand wert, den man da reinsteckt, oder wird einfach viel zu schnell runtergeholt. Ich meine, der Kampfheli. Einfach kurz Klasse switchen, zur Titan-Standardklasse gehen, ein halbes Magazin auf den Kampfheli draufhetzen und zack ist das Ding an einem besseren Ort.
Und ja, stärkere Streaks finde ich gut. Vor allen Dingen, wenn man dann lohnt es sich endlich mal etwas länger zu überleben so. Aber mein Problem ist, ich habe irgendwie so dieses ganz ungute Gefühl, dass diese Streaks etwas zu leicht zu erreichen sein werden. Vor allen Dingen durch dieses Perk Kill Chain. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also für die, die es nicht wissen, wie es funktioniert. Gott, mein Sprachzentrum nimmt sich heute wieder hoch. Also man hat jetzt, sagen wir mal, 5 Kills gemacht. Man hat seine Hellstorm erreicht. Und man holt jetzt, sagen wir mal, man ist richtig krass und holt 3 Gegner. Dann ist das so, also dann hat man im Grunde 8 Kills gemacht. Und diese 8 Kills zählen gleichberechtigt in die Streak-Geschichte mit ein. Also im Grunde, als hätte man 8 Gun-Kills gemacht. Das Problem, was ich hier aber sehe, ist, dass man zu leicht, wie in MW2, höhere Streaks dadurch erreicht. Ich meine, in einem fiktiven Beispiel, sagen wir mal, bleiben wir bei der Hellstorm, man hat 3 Kills gemacht, ist man bei der 8er Streak. Jetzt sagen wir mal, man killt nochmal 2, wie man diese Kills erreicht, Gott weiß es. Dann ist man auf einmal auf einer 10er Streak und dann kann man, glaube ich, den Harrier reinholen. Der macht wiederum ein paar Kills und zack, ist man beim Juggernaut. Also irgendwie mal angenommen, der Harrier macht 4 Kills, man killt noch einen, geil, Juggernaut. So. Das ist, finde ich, etwas zu noob-freundlich. Also ich finde, man sollte es schon so handeln, dass nur Gun-Kills praktisch in die Streak reinzählen. Weil einfach es sonst zu leicht wird. So, ich sehe es jetzt schon vor mir, wie irgendwelche Camper mit einer AC-130 durch die Map fliegen und sich dann am Ende der Runde einen drauf runterholen. Yes, ich habe 100 plus gemacht. Dabei habe ich effektiv gar nichts gemacht und jedem anderen COD hätte ich so auf die Fresse bekommen. Aber dank Killchain. Ja. Also ich finde eigentlich im Grunde, dieses Perk gehört nicht ins Spiel. Das wird, glaube ich, viel zu viel Stress verursachen. Der letzte große Punkt, der mir Kopfschmerzen bereitet, den hatte ich eigentlich schon gerochen, als Modern Warfare revealed worden ist, nämlich als ich das Wort gelesen habe, Realismus. Das Problem ist, ein realistisches Spiel muss kein gutes Spiel sein. Und ein gutes Spiel muss nicht realistisch sein. Also, es gibt Spielaspekte, die hat ein gutes Spiel, aber kein realistisches Spiel. Und umgekehrt. Und ich finde, wenn man abwägen muss, entweder einen realistischen Aspekt haben oder einen guten Aspekt im Spiel haben, dass man lieber den guten Aspekt im Spiel hat. Weil irgendwie merke ich so in Modern Warfare, allein durch diese keine Minimap-Thematik, die Entwickler wollten so viel Realismus, dass es am Ende kein gutes Spiel ist. Also bei der Minimap-Thematik haben die ja gesagt, ja, aber ihr werdet einen so guten Sound haben, dass ihr die Gegner hören könnt. Jetzt sagt zum Beispiel Drifter, ein amerikanischer YouTuber, der hat auch ein Video über diese ganze Geschichte gemacht. So, der Sound ist aber nicht wie in Fortnite oder in anderen Ego-Shooter darauf ausgelegt, dass man die Gegner hört, sondern er ist realistisch. Und wenn ihr irgendwo wart, wo es schon mal laut ist, dann wisst ihr, man kann den Sound nicht orten. Also, wenn geschossen wird, ihr hört die Gegner nicht. Ich finde, Infinity Ward sollte etwas zurückgehen, wenn es um so Sachen wie Realismus geht, weil wenn ich ein wirklich ultra realistisches Spiel haben will, dann spiele ich nicht Call of Duty, sondern Insurgency? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Sandstorm da. Und das ist ein realistisches Spiel, nach ein, zwei Schüssen bist du tot, passt doch. Also, ich finde, das sollte kein Hauptaspekt von einem Call of Duty sein, das wie gesagt einfach nur so ein Spiel ist. Da setzt du dich hin nach deinem Schultag, Arbeitstag und hast dann Spaß. Nicht irgendwie, ja, jetzt spiele ich dieses ultra realistische Call of Duty. Ich hoffe, Infinity Ward kriegt das noch halbwegs hin mit Modern Warfare, weil an sich ist das Spiel vielversprechend. Ich mache noch ein Video über die Sachen, die ich richtig cool finde. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like oder ein Abo da und bis zum nächsten Video.